So. Hier brauchen wir keine. Hier geht's weiter. Hier muss schon die erste Parzenberger Anlage rein. So, hier brauchen wir es auch noch dringend. Oh, Leute, ey. Hier unten kommen wir ohne aus. Ich meine, wenn wir ein Gebäude mal umlegen müssen, ja, kein Problem, ne? Wenn das mal bei einem ist, ist es kein Ding. Wenn es halt besser passt, wenn das Gebäude gedreht wird. Bei Dragon, hallöchen. Aber wenn das bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gebäuden passiert, dann ist das mehr als nur ein bisschen unangenehm, sondern das ist richtig ekelhaft. Deswegen müssen wir halt schauen, dass wir jetzt so möglichst dicht das Netz erstmal setzen, dass wir hier eine relativ relativ entspannte Geschichte haben. So, dass wir hier halt in der City auch mehrere Anschlussmöglichkeiten für Wasser haben. Weil das wird, die Leitungen werden sowieso glühen, ja. Also davon kannst du einfach mal ausgehen, dass das hier eine relativ dichte Geschichte wird. Das ist so dicht! Und wir danach immer noch nicht alles angeschlossen haben werden. Das ist die nächste Baustelle. Also, wir haben mit Sicherheit in dem ganzen System jetzt 2, 3 Punkte, wo einfach kein Wasser hinkommt. Das muss man halt auch erstmal so ein bisschen einfrimmeln, wo dann diese Punkte sind, wo das Wasser nicht hin kann. Oder wir Pumpen nicht reichen oder solche Späße. Hallo Dike, grüß dich. So, hier müssen wir angeschlossen sein. Hier oben. Hier müssen wir auch noch eine reinpumpen. Also hier am besten. Gut. So, da auch nochmal. Dann haben wir das auch. Was gibt's Neues aus Zwergistan? Ey, du, wir bauen gerade Wasserpumpen, da als gäbe es keinen Morgen mehr. Wir haben jetzt Blauberg schon, wir haben Bauzopol, wir haben Parzenberg. Zumindest grundlegend, ja. Nicht perfekt, aber grundlegend. Das ist jetzt schon mal ein Anfang, aber wir müssen natürlich jetzt hier nicht nur die Ausgangspumpen bauen, sondern auch natürlich das Wasser erstmal überhaupt da startklar hinbekommen. Okay, also hier brauchen wir eine eigene Pumpe für. Allein die Rohre zu bauen wird ja schon wieder... Und es ist August, das ist die nächste Baustelle. Ich gehe mal davon aus, dass alles hier bis zum Winter fertiggestellt sein muss. Da habe ich ja schon ein bisschen Schiss vor, ne? Weil ich vermute mal, dass keiner hier unten bei der Heizung arbeitet, wenn hier kein Wasser drin ist. Kann das sein? Ja. Es ist 2002 und die Genossen erhalten Wasser. Endlich geht es los. Huch. Ja, okay. Also ich sehe die Problematik da schon sehr. Also, dass wir diese ganzen Baustellen, diese ganzen Einzelbaustellen jetzt erst machen, weil es halt jetzt erst im Update drin ist. Wir können das natürlich jetzt bauen. Das gab ja immer mal diesen Trick im Prinzip, dass du alles jetzt in Auftrag gibst. Dann das Update wieder abschaltest, wartest, bis alles fertig gebaut ist, dann wieder anschaltest und so weiter, ja. Bautrupps werden Überstunden schieben müssen, aber sowas von. Die werden richtig weinen, du. So, hier hinten nochmal. Der Flughafen braucht kein Wasser, das ist gut, aber hier oben brauchen wir auf jeden Fall Wasser. So, dann geht es jetzt hier im unteren Viertel weiter. Am besten so bei den Wohnhäusern hier.
Und vor allem Abwasserhahn, das haben wir auch noch nicht gedacht, ne? Also da ist ja auch noch nichts drin. Okay. Wie warm ist es bei dir, Zwerg? Bei uns 34 Grad. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir... Also ich kann es dir gleich sagen, ich schau mal schnell. 34. Aber hier drin ist angenehmer gerade, weil die Klima durchgehend bollert. Also in einer Tour. Anders wäre das auch nicht lebbar. Also ohne die Klimaanlage, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wäre dieser Stream auch nicht möglich. Weil das wäre unmöglich, 12 Stunden lang zu streamen, wenn die Klima nicht läuft. Also kannst du vergessen. Wir bauen jetzt erstmal die ganzen Rohre und Leitungen. Wir versuchen das mal mit dem Update auszuschalten, dann das Spiel neu zu laden, quasi wenn das alles geplant ist. Ich hoffe, das geht. Und dann schauen wir mal. So, Lippograd Ost haben wir schon dran, oder? Das haben wir schon gemacht, ja. Das haben wir schon gemacht. Bauzopol ist schon drinnen, Lippograd ist drinnen. Dann sollte der Teil jetzt erstmal gehen. So. Jetzt haben wir quasi festgestellt, wir brauchen die großen Wasserpumpen dafür. Irgendwo im Stadteingang. Wenn möglich, weit oben. Damit wir das nicht mehr mit Pumpe machen oder damit wir nur wenig Pumpe brauchen. So, hier oben ist Pollution of Source 8%. Na, wenn das nicht optimal ist, weiß ich auch nicht. Und das ist der höchste Punkt, ist quasi in Blauberg, ne? 11% Verschmutzung, ja, meinetwegen, nehme ich. Ist gekauft. So, dann brauchen wir möglicherweise eine Möglichkeit, das zu behandeln. So, dann sind die zwei Jungs hier im Plan. So, das heißt, wir kommen aus dem Brunnen und gehen hier rein. So, das ist geplant. So, und jetzt... Ah, nee, Quatsch. Moment, stopp. Ich habe den Fehler gesehen. Ich hab einen Fehler gesehen. So, wir fangen im Blauberg mal an, einfach um zu gucken, wie das so läuft, ne? Hier reicht eine kleine Pumpe, oder wohl, ich weiß nicht, ob eine kleine Pumpe tatsächlich dafür ausreicht. Muss die eigentlich an den Fußgängerweg angeschlossen werden? Ja. So. Pumpe haben wir. Pumpe rein. Stopp. Äußerste Pumpe. Pumpe raus. So. Und weil Blaubergs Bürgermeister hier ist. Das ist auch wahr. So. Wenn ich jetzt hier eine große Pumpe setze, dann müsste das doch den ganzen weiten Weg nach unten gehen, oder? Ja, wir könnten natürlich hier auch nochmal einen riesen Wasserspeicher zwischenpumpen. Dankeschön, Grizzly Teddy, für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Schön, dass du dabei bist. Hi. So, hier eine Wasserpumpe setzen. Einen Wasserspeicher setzen. Und dann gehen wir mit einer Pumpe raus quasi. Die Big Pump. Pump pumpt hoffentlich. Wir werden mehrere Pumpen brauchen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert, aber ich stelle mir das ganz geil vor. So. So, hier. Da brauchen wir auch noch eine Pumpe, sorry. Das Stück mal rausmachen. Dann hier eine Pumpe rein. Ich gewöhne mir gleich an, große Pumpen zu bauen. Dann macht mir das später vielleicht einfacher. Wenn ich da nochmal abzweigen möchte von. An so Wassersystemen, das ist wie Strom und Heizung. Da sollte man nach Möglichkeit nachträglich kaum noch rumfingern. So, dann gehen wir von dem Wasserspeicher raus. Wie viele Outputs haben wir? Dann brauchen wir hier mit Sicherheit diesen Switch, oder? Ja. Wir haben drei Stück und einen Anschluss. Dann probieren wir das mal so. Also, der kommt hier raus, geht hier rein. Ist natürlich jetzt wenig hübsch, aber es funktioniert hoffentlich. Dann geht der hier rein. Hier rein und hier rein. So, das ist jetzt so angeschlossen. Und dann gehen die jetzt alle in die Prärie raus.
Also, der hier kommt einmal runter. Stopp, falsch. Lass mal schnell schauen. Das ist natürlich die Frage. Schafft das diese Pumpe? Wobei, das sollte eigentlich gut laufen, ne? Kann man das... Ach, das kann man gar nicht aneinander führen. Okay. Schauen wir mal, ob das geht. Doch, das kann man aneinander führen. Oh, jetzt gibt's wieder... Jo, Freunde, das ist... Ach, das ist ja, oh, das ist ja wunderschön. Wenn das hier jetzt keine Liebe ist, weiß ich auch nicht. Ach, herrlich. Mega Wasserverteiler der Liebe jetzt wieder am Start. So, das geht jetzt hier nach links raus. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich hoffe es einfach. So, wir brauchen hier Anschlüsse, 3 Stück mindestens. Mach mal ihn mal. Dann ihn hier. Fließt ja alles abwärts von hier aus, auf vom Berg runter, quasi. Dann ihn hier. Müssen wir hier mit? Ja, gehen wir hier mit. So. Okay, damit ist der Teil hier gesaved. Wir werden mehr Pumpen brauchen von oben rauswärts, aber das ist okay für mich. Damit sind die Teile angeschlossen. Die nächsten 4 gehen in die Stadtmitte und danach in die neue Stadt gehen noch mehr rein. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier deutlich zu wenig Pumpen. Das ist aber okay für mich. Das kriegen wir schon noch hin. Dann haben wir den Bedarf ja auch eigentlich dann irgendwann im Griff, hoffe ich zumindest. Hier muss auch noch eine rein. Das sollte dann die nächste von der anderen Seite kommenden machen. So, das heißt, wir gehen von hier einmal hier bis hier mit. Und gehen dann in die Stadt geradeaus weiter. Hier ist ein Gebäude im Weg, das kriegen wir hoffentlich hin. So. Ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich freue mich. So. Ich weiß auch nicht, ob der Wasser-Output dann überhaupt reicht. Das sind auch so Sachen, die ich... wirklich einfach nicht weiß. Ja, aber das liegt halt daran, dass ich das Update noch nicht kenne. So. So, das kommt jetzt hier runter. Okay. Dann brauchen wir noch deutlich mehr Switche von hier oben aus. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt noch mehr Pumpen nutzen und hier einfach weiterbauen. Das ist auch eine Idee, ne? Pumping Station hier. Haben wir hier unten vielleicht mehr Platz auf der Geraden? Das ist ein bisschen knapp, ja. Warte mal kurz.
Okay. Wir schauen mal. Okay. So. Den machen wir auch wieder weg. Der gefällt mir an der Stelle einfach überhaupt nicht. Gut. Wir brauchen hier die Pumpstation. Wo könnten wir die geil aufbauen? Ich meine, theoretisch könnte die ja auch von unten ziehen, oder? Meine Idee war halt hier, aber hier ist auch doof irgendwie am Kraftwerk. Ich weiß nicht, ob das dann Bauprobleme herstellt. Und vor allem, da müssen wir ja auch hinkommen, ne? Also ist auch nicht so einfach. Aber hier irgendwie fände ich auch schon irgendwie gut. Wir brauchen halt viel, viel mehr von den Dingern. Drei reichen für die Neustadt wahrscheinlich aus. Probieren wir es mal so. Dann brauche ich zwei Switche dafür. Um das Wasser dahin zu bekommen, wo es hin soll. Aber brauche ich zwischen den Tanks... Ich brauche doch hier vor auch noch mal eine Pumpe, oder? Oh, Leute. Ich glaube, da brauche ich auch noch mal eine Pumpe für. So ungefähr. Gut. Das heißt, wir brauchen hier vor dem nächsten Switch oder vor den Switches brauchen wir auch nochmal Pumpen. Das heißt, hier noch ungefähr. Dann sollte es funktionieren. Vielleicht. Oder nicht. Wir werden sehen. So, dann heißt es, kommen hier unten zwei Switches ran. Kann ich das hier auch anebnen? Nein. Geht nicht so wirklich. Macht nichts. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Also, wir kommen hier mit der Leitung raus, ne? Brauche ich ja hier schon oben einen Switch. Na gut, mal gucken. Also. Pumpe. Switch. Komme ich da mit dem Fußgängerweg hin? Ja. Und das Ganze noch mit dem Abwasser, echt. Das ist ganz, ganz wild jetzt. Also wir gehen hier rein, gehen wir hier raus, gehen wir da raus. So, die Lane funktioniert jetzt. So, dann gehen wir jetzt hier raus, mit dem da zu dem nächsten Switch, dann mit dem da zum anderen Switch. So, das pumpt jetzt hier schön durch. So, und dann gehen die wiederum raus... In die Lane und in diese Lane. Genauso wie der in die reingeht, der in die und der hier ganz raus. So, damit sind die alle angeschlossen, um das Wasser von der Anlage hier runter zu transportieren. So, und dann gehen die alle wiederum an der Hauptleitung entlang. Beziehungsweise der macht hier nur so einen Bogen. So,
Und die gehen jetzt hier über der ganzen Geschichte. Statt einwärts. Warte mal, wo brauchen wir hier Wasser? Hier oben brauchen wir noch ein paar Wasser. Das heißt, wir müssen an die Hauptleitung ran. Das heißt, wir gehen hier mal raus. So. Gehen hier rüber. Das ist natürlich alles bergabwärts in Blauberg. Dann gehen wir hier raus. Alter. Alter. So. Ich bin jetzt schon wieder hyped, ne? Also ich bin ja schon wieder drin im Ganzen. So. Hier. So, jetzt brauchen wir den nächsten ungefähr hier unten. Das heißt, es ist relativ einfach. Wir gehen hier eine Hauptleitung lang. Da ist das Heizkraftwerk. An das müssen wir uns müssen ein bisschen orientieren dran. Ich kann da auch noch tiefer gehen. Bisschen zumindest. Und vor allem kann ich noch weiter rüber gehen. So ungefähr. Und dann gehe ich hier rüber und schließe einmal das Ding jetzt hier an. Dann haben wir das schon mal drin. Dann brauche ich nochmal Leitungen. Und die kann ich mir eben von den Nachbarn hier holen. So. Der geht hier mit. Der geht hier auch mit. Bis hier hin. Und switcht dann von hier raus. Ja, das war natürlich nichts jetzt. Echt jetzt? Na also. So, dann weiter geht's mit der nächsten Leitung. Ah, herrlich. Na, die schaut ein bisschen wild aus. Die passt auch nicht. So. Ja, mal gucken. Mal gucken, wo uns das hinführt, Freunde. Das ist, ich habe ja keine Ahnung, ob das tatsächlich am Ende funktioniert, so wie wir das machen. Ich habe so ein Grundkonzept, ja. Das könnte gehen, aber es muss halt nicht. So. Das Gute ist, in Blauberg haben wir da weniger Stress, ne? Blauberg ist so die Insel der Glückseligkeit, ja. Warum sind da lauter Gebäude im Weg? Das verstehe ich halt nicht. Weil Blauberg ist eigentlich ziemlich entspannt, was sowas angeht. Ne? Du baust vom Hügel aus einfach nur die Lane runter. Das Wasser fließt ja schon dann irgendwie. Ne? Also das läuft ja dann schon irgendwie in die richtige Richtung, wenn zwangsläufig gesehen. Und im besten Falle läuft das dann auch dahin, wo es hin soll. So, da ist eine andere Infrastruktur im Weg. Müssen wir hier ein bisschen kleinen Winkel nehmen. Was ja jetzt auch kein Problem ist, kann das trotzdem dann halbwegs cooler darstellen. Können ja auch hier einfach so straight durch. So. Und dann gehen wir noch eine Leitung, brauchen wir noch. Um dann rauszufinden, ob das funktionieren kann. Wie weit komme ich denn da hin? Oh, hier komme ich auch wieder nicht durch, oder was? Och, nö. So. Ja, man muss halt an den Bestandskabeln jetzt vorbei. Und das ist natürlich unangenehm. So, dann haben wir hier eigentlich alles angeschlossen. Blauberg ist jetzt komplett drin. Hast du mal probiert, wie weit die Pumpen fördern können? Ja, 5 Meter oder so. Dann ist, das Ding ist halt, ich habe keine Ahnung, wie das auf die Länge hier sich auswirkt. Das werden wir dann sehen müssen, wenn es soweit ist. Da ich jetzt bisher, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich mit Pumpen überhaupt experimentiere. Was ihr ja wisst, weil ich habe ja seitdem nicht mehr gespielt. Werden wir hier mal das einfach probieren. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Wenn der Spielstand nicht zu retten ist, das wäre ärgerlich, aber dann ist es halt so. Wir müssen hoffen, dass es so weit wie möglich funktioniert. So. Okay. Wir brauchen also wir machen die nächsten Dinger. Wir machen die nächsten Dingers erstmal. Ey, Lenitz! Punkt.
Grüße ASM Lurk. Bei dir scheint genauso warm zu sein, wie bei mir im Dachgeschoss, das ist fein Zwergwärs. Vielen lieben Dank, Linitz, für 31 Monate. Dankeschön an der Stelle für den Support. Vielen lieben Dank dir. Sau, sau lieb. Und dafür gerne mal ein Ausrufezeichen Hype in den Chat. Ich habe tatsächlich eine Klima an, deswegen bei mir geht's eigentlich gerade. Dafür, dass wir schon fast 4 Stunden live sind, ist das schon gar nicht schlecht. Also es ist okay, die Klima müht sich, aber sie kommt hinterher. Sie kommt mit. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja. Wir brauchen hier auch wieder eine Wasserpumpstation. Also ein Brunnen, ne? Ein großer Brunnen. Und da müssen wir mal gucken, wo wir von oben auf Parzenberg schauen, von hier. Das heißt, wenn hier unsere Pumpecke wird, ja, hätten wir 5% Pollution. Das wäre natürlich großartig. Dann müssten wir allerdings hier auch eine kleine Geschichte machen. So, wir müssen jetzt irgendwie da hochkommen, ne? Zu steil. Das glaube ich ja immer noch nicht, ne? Es gibt hier nie zu steil irgendwie. Das geht schon irgendwie immer. Muss bloß den Winkel finden, wo es dann am besten funktioniert. Ja, meinetwegen können wir auch hier rüber gehen, ne? Ein Berg verlängert sein. Dankeschön! Punkt. Viel Erfolg, Genosse. Vielen lieben Dank an Seth Heinzon für den Resub im 8. Monat. Dankeschön an dich für den Support hier. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für 8 lange Monate schon. Hier müsste es gehen. Wunderschön, meine Lieben. So, haben wir hier den Brunnen. Damit haben wir hier die erste Infrastruktur für all das geschaffen. Sag mal, mache ich das mit Rubel? Nee. Ich bin gerade echt verwirrt und verwundert, wie geil mittlerweile unsere Infrastruktur im Aufbau von Sachen ist. Was all that we knew when this song was still new, when this song